dieser Folge werden wir Toad der Saiyajin sein. Und ich habe den blauen genommen, den man mit, ZL aktivieren kann. Und wir machen heute Eichenhain, Festung, Risiko im Ritzelturm. Was für ein Ritzelturm? Ritzeln die da Sachen an die Wand oder was? Auf jeden Fall. Mikrofon funktioniert. 5 Leben. Jede Figur hat seine eigenen Leben. Also, Toad hat schon mal die seltensten Physik. Er ist nicht schneller wie Mario 3D World. Aber hier kann man hoffentlich nicht sterben. Ich sehe ja gar nichts, ey, mit meiner Facecam. Das ist gemein jetzt. Aber ist ja egal, wo man die hinsetzt, irgendwie, ne? So, da oben ist doch aber was. Ja, die erste Starcoin. Gut. Also vielleicht sollte ich die Facecam auch etwas kleiner machen. Im nächsten Video. Gut, der ist erledigt. Oh nein! Oh. Hoffentlich fallen wir nicht ganz runter hier. Hier kann ja auch immer irgendwo etwas sein, ne? Das ist ein gemeingefährliches Level, aber diese riesigen Zahnräder hier, OMG, das ist heftig. So, da oben sind ein paar Blöcke. Direkt über die Zeit. Oh, die Münze, die haben wir bekommen. Mikrofon ist etwas weit weggestellt von mir. So, und ich glaube, Ich will die Eisblume haben, ja. Das ist die Eisblume. Damit können wir Gegner einfrieren. Und jetzt mit R werfen, mit Y festhalten, loslassen und dann wegschmeißen. Und man kann mit Y, wenn man das gedrückt hält, springt. Das können auf jeden Fall Profispieler ganz gut. 2000 Jahre später. Ohne Treffer durchkommen. Knochentrocken stehen ja immer wieder auf. Solche Stehaufmännchen. Das wäre jetzt fast ein Treffer geworden. Oh, ein geheimer Block. Okay. Oh, ich will die Starcoin haben. Oh. Das war so knapp, ne? Endlich. Das war Starcoin Nummer 2. Ich will hier nicht sterben. Aber ich fürchte fast, hier sind auch wieder irgendwelche versteckten Blöcke, oder? Nein. Hier kommen wir tatsächlich nur hoch. Die roten Münzen. Gib sie mir. Ich will sie haben. Her damit. Es sind 8 Stück in diesem Spiel, ne? Man kriegt meistens ein One-Up. Bei uns ist ein blaues One-Up. Das steht auf jeden Fall in blauen Schrift da. Und die kann man nicht zerstören, ne? Halbzeitflaggen, wie man sie kennt. Ja. Yeah. Digga, ist da ein Block oder was? Nein, aber wo fliegen die denn da so? Lul. Genau. Die nehmen wir mal nicht mit. Vielleicht kann man die noch gebrauchen. Oh, da wollen wir nicht reingeraten, ne? Da können wir sterben. Aber hier. Letzte Starcoin, Alter. Kann man aber gut erkennen an den Rändern. Oh, ich sehe hier nichts. Aber dann können wir sie einmal alle ausschalten. Ist doch geil. So. Und noch haben wir keinen Zeitdruck. In jedem Schloss ist es ja auch so, dass es hier Items gibt. Ja, eine Feuerblume und... Ja, dann nehmen wir die auch. Damit... Oh, er sieht geil aus, ne? Der Super Saiyajin hier mit seiner Feuerkraft hat die Feuerfrucht gegessen. Ab geht's hier, ey. Los geht's. Da ist er schon, der Nu. Oh, einen Kopftreffer bekommen. Komm her, Digga. Boah, kann er nicht viel tanken, ne? Hey!
Ernsthaft? Ein Treffer haben wir dann doch kassiert, aber naja. Ami-Reiter-Battle. Where the f*** is that? Holy sense dating. Where is it? Where is it? Where is it? Da haben wir ihn weggeboxt. Weiße Fahne am Schluss und nächstes Level, Alter. Und immer noch kein Tod. Speichern. Jetzt werden wir vom Spiel sogar selbst gefragt. Alles klar. Und manchmal findet man hier dann mal den Eichelpilz fürs Inventar. Für die Not. Ich möchte das Inventar nicht so gerne verwenden. Hier rein, hier raus. Nur in der Not, also, joa. Eichenhain 3, der Yoshi-Hügel. Yoshi ist wieder da, Digga. Yoshi! Los geht's. Hier ist ein Secret fürs Ende, nein. Hier ist doch bestimmt ein Item, oder? Na komm, der Yoshi kommt da oben raus. Ist da kein Block mehr? Ah, die Montys. Tauchen die immer wieder neu auf, oder? Und die Rollen der Plattform sind ja auch sowas Neues in Mario Bros. U, ne? Oder gab es irgendwie schon? Ich bin nicht sicher. Aber das neue Mario Bros. Wonder soll ja ganz anders werden. Jetzt sind wir Yoshi und wir können strampeln in der Luft. Und wenn wir 10 Beeren fressen, ich glaube 10 Beeren, können auch Gegner essen. Passiert was? Ah, wir müssen hier runter. Und rote Röhre, Leute. Oben war auch so ein Pfeil nach unten. Ah ja. Und schon haben wir Starcoin bekommen. Easy. Das heißt, Yoshi kann ja auf diesen Piranha-Pflanzen auch stehen, ne? So. Nee, wir müssen 5 dieser Beeren essen. Okay. Genau, die spuckt er wieder aus. Oh! Hey! Wie das aussieht! Und die sich da streiten so. Gibt ein Item oder ein One-Up? Ah, wir kriegen die Feuerblume, okay. Und Mario, löscht jemand mal Baukutscher, ja? Ah, diese Blöcke sind ja auch altbacken. Noch ein Pilz. Die Rainerfesten werden auch mal eben so gegessen. Frühstück für Yoshi. Ja, ist auch geil, dass da manchmal Münzen noch rausploppen, ne? Oh, was? Ja, gib mir das, woher hier? Ihr könnt alle in den Tod springen, ist mir egal. Oh, Münzen frisst er auch? Okay. Nee. Ist krass. Ja, komm, was wollt ihr, Montys? Hä? Was wollt ihr? Jo. Denn jetzt können wir was mit den Feuerbällen können wir auffressen hier. Und dann können wir sie schön zurückfeuern und erledigen. Boah, sind wir die fressen? Bam! Ich will aber da hoch. Leider können wir da nicht hoch. Können wir hier rein? Schade. Wo ist die Starcoin? Da oben muss die sein, ne? Ja, Hammer. Vielleicht ein Dreiersprung? Warum komme ich da nicht hoch? Ich krieg die Starcoin nicht. Was ist das hier? Da hätten wir mal auf diese Monty springen sollen. Jetzt wissen wir, jetzt sind wir klüger, Alter. Ist das jetzt, ein Pasch, wie ich das gesagt habe, ist das? Ja, genau. Das ist eine Schnapszahl. Das ist eine Schnapszahl. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greift zu. Ein weiteres, Item. Ein Pilz? Naja, gut, ne? Geht besser hier. Geht besser.
Baby Yoshi, wie süß. Oh. Ja, mit dem werden wir im nächsten Part kämpfen. Ich mache jetzt noch das Level Piranha auf und ab. Und würde sagen, wir starten. Kriegst du erstmal was zu fressen hier, mein Freund, ne? Okay, wir haben ja schon die Feuerblume. Ist das schon die beste Voraussetzung hier? Oh, und hinterm Ziel ist ein Secret. Hat man auch nicht gesehen. Interessant. Muss man immer genau gucken. Findet man so geile Secrets im Level. Also eine Münze, ne? Oh. Und hier sieht man auch schon wieder in der Wand, ist ein Münzen-Secret. Es gibt ja diese Gamer, die mögen, wenn man alle Münzen eingesammelt hat. Ich habe alle Münzen eingesammelt. Ich werde auch nicht jede einzelne Münze sammeln, aber ich werde das auch jetzt ignorieren. Okay. Oh, die erste Starcoin. Und die letzte Starcoin müssen wir natürlich gleich noch wiederholen. Dürfen wir nicht vergessen. So, ein One-Up. Hallo. Ja, Digga. Hat er sich mal gerettet hier. Und wir haben nicht seine Hämmer kassiert. Unser erster Hämmerbruder, wir haben keine Hämmer kassiert. Kann ich die auch wegrutschen? Ugh. Diese Schrägen immer hier, ne? Kennt man auch noch aus Mario Adventures 2? Hier in solchen Mitten würden, glaube ich, niemals irgendwelche durchlässigen Sachen sein. Aber manchmal gibt es solche Bruchböden. Versteckt und unübersichtlich. Zwei gibt es in diesem Game. Und sowas ist ja schon ein Ziel. Oh, ich wollte in die Röhre noch rein, ne? Jetzt aber. Ja, genau, Alter, komm. Dann fresse ich jetzt den Schaden. Och nee, Digga! Was hat er für einen Wandsprung gemacht, Digga? Wo kommt das her? Lol. Es ist unfassbar, Leute, dass unser erster Tod, ich glaube, im vierten Level dieser Welt ist, ne? Ja, na kann man die nicht wegrutschen. Junge! Drei Tode, habe ich gesagt, ne? Und gleich zwei auf einen Schlag, das gibt es jetzt nicht, Digga. Ich werde auch vorsichtig machen. Auf Nummer sicher spielen. Ich hole mir jetzt hier erstmal das One-Up. Ich war etwas so voreilig. Der Hammerbruder, der wartet ja auch schon sehnlichst darauf, mir irgendetwas zu tun. Mann, wenn der mich jetzt trifft, ne? Das hätte eine Feuerblume hier sein können. Den nehme ich jetzt einfach mal hier. Ich kann den jetzt ja nicht killen hier. Ich brauche jetzt ja irgendwie irgendein Power-Up. Aber natürlich kriege ich jetzt keins. Ist ein Ernst? Komm runter, Digga. Komm runter. Komm jetzt runter. Junge. Als ob der runterspringt, Alter. Zweite Star, dritte Starcoin. Ihr sagt mir nicht, dass es hier kein One-Up mehr, Power-Up mehr gibt. Ja, erzähl mir nichts, Digga. Hol mir beide nach jetzt. Ich hab dir gesagt.
Also gut, diese Level werden jetzt freigeschaltet. Wir können uns zum Schloss, aber wir machen natürlich jetzt alle anderen Level noch. In diesem Part jedoch holen wir die Starcoins nach, die wir vergessen haben. Und wir fangen, cool, dass er zurückkehren kann, mitten auf dem Weg, mit dem Yoshi-Hügel an. Für dieses Level werde ich jetzt einmal ins Inventar gehen. Inventar. Wir brauchen eine Eichel. Und würde mir nicht den Ärger machen, damit Yoshi rauffliegen zu müssen. Wisst ihr, was ich da gerade gesehen habe? Da oben ist ein Block. Und da kommt ein Stern raus. Ja, ein Stern, Leute, den man vielleicht sogar hätte erweitern können bei jedem weiteren Block. So läuft das ja meistens. Aber diese Monty-Maulwürfel nerven mich. Junge! So. Hier ist die Starcoin. Mit dem Tanuki kommen wir natürlich jetzt hier rauf. Oder? Ah, doch, ja. Genau hier ist eine rote Röhre. Okay. Da ist auch die letzte Starcoin. Dann wie ich Bescheid. Oh mein Gott, Digga! Ja, dann ab ins Ziel, Leute, ne? Wir sehen uns gleich bei der nächsten Starcoin wieder. Schade ist ja auch, dass du den Yoshi leider nicht über die Oberwelt mitnehmen kannst wie in Mario Adventures, sondern du musst jedes Mal den Yoshi holen, wenn du in einem Level bist. Schöner wäre es gewesen, wenn man Yoshi auf der Weltmap... Was will der? Meine Güte! Auf so engen Raum mit einem Hammer, Bruder, ey. Rein da. Und diesmal machen wir es vernünftig. Na, machen wir erst mit erste Feuerblume, erster Hammer hier. 1, 2, 3. Drei verträgte. Da, ja. Jetzt kriegt er schön die Feuerbälle hier. Yeah! Und was ist hier oben? Ja, das hätte natürlich das ganze Problem gelöst hier, ne? Geil, Omat, Alter. Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Juhu! No, Digga. Voller Krise. Denn dann bringe ich mich lächerlich um, Alter, ernsthaft. Also diese drei lächerlichen Tode, ne? Also diese Menschen. Diese drei lächerlichen Tode. Ist das zu verkraften, weil wir jetzt so eine Schnapszahl bekommen haben? Wir kriegen natürlich einen Pilz bei unterschiedlichen Schnapsern, unterschiedliche Items. Ja. So. Und den nächsten Part. Dann das Abhaus. Die Piranha-Pflanze, das Schloss und das Level. Dann schließen wir Welt 1 ab. Bis dahin, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.